Nice. Stelling gehört uns. Ein bisschen mehr Money. Na, du, 1000 gab das, aber ernüchternd. Fortbilden können wir tatsächlich direkt. Wunderbar. Ja, ich bin ja nicht so ein Fan von den Boya-Söhnen. Das muss ich einfach mal an der Stelle sagen. Die sind zwar wahrscheinlich stark, wenn du sie dann gut einsetzen kannst. Aber wenn sie nicht mal auf Mauern hochschießen können, weißt du, dann sind sie ja nochmal ein bisschen irrelevanter. Wir machen mal noch einen. Ich habe irgendwie Angst, dass das nicht reicht von der Geschwindigkeit von ihm hier. Und was ich gerne noch hätte, wäre ein Spion, ehrlich gesagt. Ich will wissen, von wo die Mongolen kommen. Es ist so wichtig. So, Hamburg macht Stress. Eine Sache, die mich jetzt nicht wundert. Hier, zack, geh mal rein da. Reicht. Wunderbar. Aber auch so ein Spaß drin. Was sollte denn? Ich weiß auch nicht, was da drin ist. Generell können wir aber hier schon mal sagen, dass wir da einiges rausnehmen. Warte mal. Sorry, die müssen weichen. Boyan-Söhne und sowas, mit sowas kann ich mich leider irgendwie nicht anfreunden. Ja, Thorn würde ich eigentlich mittlerweile auch gerne ein paar Einheiten mehr haben wollen, aber das ist auch alles eher Much, ne? Was ist das hier? Das ist easy machbar. Aber das mache ich lieber automatisch. Ihr wisst, das Spiel ist manchmal richtig eklig zu einem. Und sagt so, nee, das schaffst du aber nicht, obwohl es eindeutig ist. Na jetzt, versuchen wir es. Und dann werden wir danach mit dieser Armee dann, die in Aarhus gleich sein wird. Damit werden wir dann nach Oslo laufen und nach Stockholm. Dann haben wir da oben auch alles dicht. Also wir löschen die Dänen jetzt aus. Das ist der Plan. Eine sehr große Stadt. Also, dass wir rankommen, da habe ich jetzt gar keine Zweifel dran. Da bin ich schon ein bisschen confident. Wir machen direkt Start. Komm, da brauche ich keine Armeen zu bündeln, glaube ich. Also, wie sage ich jetzt mal ganz großkotzig. Was wir aber machen können, solange ist hier ein bisschen beballern. Ja, nee. Ich wollte nur dich hier haben. Zack. Ich glaube, Armbrustschützen können auch hochballern, wenn ich mich nicht täusche. Die Boya-Söhne sind natürlich wieder für nichts machbar. Für nichts, ne? Zu gebrauchen. Ihr kennt das. Na gut, komm. Geht ihr mal nach hinten, bitte. Euch braucht wirklich niemand. Ah, vielleicht hätte ich doch eine kleine Armee zusammenstellen sollen, aber ist okay. Meckere ich nicht. Ist okay für mich. So. Ihr könnt ja anfangen. Wir schießen wenigstens. Okay, das haben wir geschafft. Wir sind dran. Und wir sind auf den Mauern. Ihr könnt weg. Ihr macht mir nur wieder eigenen Schaden. Ihr hier könnt auf jeden Fall noch weiter oben weiter schießen, denke ich. Kriegen wir aber keinen Down, wa? Na jetzt. Aber ihr könnt jetzt abhauen, euch brauche ich auch nicht mehr. Die zwei kann man bitte komplett hier ran. Was soll das denn? Ihr solltet den... Hä? Ich habe natürlich jetzt alle gewählt, ne? Und da sind alle direkt doof und weiß ich auch nicht. Wunderbar, da sind wir jetzt dran. Hilfe, die Russen kommen. Rein mit uns. Auch alle, die hier vor der Tür stehen und nicht wissen, was sie tun sollen, rein. Das ist der Kerngedanke. Das ist unschön, da würde ich gerne mal direkt reinlümmeln, ehrlich gesagt, bevor die irgendwas machen. Ach, weißt du was, Boya-Söhne, wisst ihr was, wir probieren mal was mit euch aus, mit euch verrückten Dudes. Direkt, oh Gott, die ballern direkt, oh Gott. Plan ist es, direkt reinzugehen, Leute. Die gar nicht erst zum Schießen kommen zu lassen. Da sind so noch Ballisten, die können glaube ich auch nicht schießen. Hier hinten steht noch irgendwas. Ein Katapult oder zwei, ja gesagt. Mit kaum Männern, naja gut. Mach den mal weg da. Rein, Kinas. Rein da. Durchlaufen. Bisschen vorschicken hier. Da haben wir nämlich auch Speerträger hier oben an der Front, die dann gegen die Kavallerie kämpfen können. Musst du manchmal auch manuell machen, anders geht's nicht, sonst blocken die sich alle gegenseitig. Da musst du dann manchmal ein bisschen schauen. Das haben wir auf jeden Fall. Die Boya-Söhne sind irgendwie da, aber auch irgendwie nicht da. Und ich habe das Gefühl, ich bin bei meinen eigenen Männer, ehrlich gesagt. Nein, ihr schießt nicht.
So manchmal, Leute, weiß ich ja auch nicht. Na, geh mal hier rein, bitte. Katapult ist da, da werden wir uns auf jeden Fall auch mal ranmachen. Wo bist du? Du bist da hinten. Geh mal rein hier, bitte. So, auch hier rein. Einziger Gedanke ist das. Die haben wir, jetzt fehlt nur noch die da. Weil ich irgendwie Angst habe, dass mein eigener Männer kill. Ist leider einfach so in dem Spiel. Wunderbar, haben wir. 284 Mann verloren. Damit lässt sich's doch leben, du. Das ist doch schmackhaft. Und da haben wir die Hauptstadt der Dänen. Und da kriegen wir richtig Asche durch diese Stadt. Sehr nice. Mögen uns natürlich nicht, man kennt es. Kriegen erstmal einen niedriger Steuersatz. Von mal ein paar Einheiten erstmal aufladen. Warum nicht? Okay, jetzt haben wir ein bisschen Money gekriegt. Würde ich natürlich direkt gerne in Einheiten stecken. In bessere Einheiten. Wir haben hier sehr viel Schmutz. Wir brauchen natürlich auch was zum Bauen. Er blockiert den Hafen, Alter. Was ist denn das für eine Schmuaufgabe? Was ist das für ein Schmutz? Nur den Hafen blockieren? Was ist das für eine langweilige Sache? So, Generalverstärkung ist on the way. Schottland. Ja, guten Tag, der Herr. Was willst du denn? Keine Verbündeten, kein gar nichts. Oh, die mögen uns auf jeden Fall. Oh, guck mal. Ah, haben nur zwei. Die haben nicht mal Dublin, weißt du? Ist die sich überlegen, nach Ost rüber zu gehen? Ja, weiß ich nicht. Ja, nur Edinburgh und wie heißt es da oben? Vergesse ich immer wieder. Inverness. Inverness, irgendwie so. Okay, wir haben zwei mit Volljährigkeit. Ach, die beiden hier. Der sieht schon aus, wie weiß ich noch nicht, wie Ende 50. Aber ist okay. Uff, wenn das einer ein Volljähriger gerade im MS ist, ist das natürlich klar. Aber ist ein Ditte hier? Seht ihr das? Den Schmutz da? Da kriegst du ja ein bisschen Muffensausen, ja. Wenn du da so eine Einheit schon siehst. Die Polen sind auch ein ganz komisches Fass, Alter. Das auch jederzeit hochgehen könnte. Mit dir würde ich... Ah, warte mal, wie machen wir das? Wir machen mal eine kurze kleine Armee hier, ja? Machen wir euch hier. Und ihr lauft zu dem hier, bitte. Und werdet euch auch bitte um den kümmern. Hier machen wir Folgendes. Hier sammle ich jetzt mal kurz. Zack. Ah, ich hab direkt wieder Stress, ey. Bläh. Nerv. Ah, hier, nimmt den Schmutz. Ah, der nimmt halt noch den Schmutz. Und hat doch die Waldbewohner. Danke. Und Polen ist halt, wie gesagt, immer noch sehr kritisch. So, Reichshauptstadt sind wir neutral mit. Okay. Auch das ist ein Pulverfass, wir wissen es alle. Ansonsten haben wir gerade keinen Gegner, bis auf den Dänen und, ja gut, Venedig, aber Venedig ist das weg, so. Was kämpfe ich da? Würde man sowas schaffen. Ah, wir warten auf, dass sie da eingreifen. Aber, ne, pff, easy. Der ist auch noch ein Weg nach Thorn. Wir machen jetzt mal A-Haus. Das zum Thema, die Engländer kommen. Was machen denn die Schotten hier? Da oben ist Oslo, Leute. Ja, ihr habt euch vielleicht ein bisschen vertan. Das ist die falsche Seite der Meerenge, ne? Aber es ist okay. Ja, ist durch. Geht durch. So, geht los. Ach so, unsere Typen waren direkt tot. Ja, das hätte ich das gewusst, hätte ich vielleicht nochmal was versucht. Na gut. Ist okay. So, die Dänen dürften halt echt gleich da sein. Ja, die Dänen, sag ich, die Mongolen. Die Angst ist natürlich auch immer ein bisschen mit dabei. Die können natürlich immer überall spawnen, ne? Das ist klar. Aber meistens spawnen sie da, wo du bist. Und wir machen jetzt gerade Minus. Das ist nicht gut. So, die sind eingekesselt. Die können wir auf jeden Fall uns jetzt snacken. Ganz viele Ballisten, das ist nicht der Rede wert. Ganz viel Stadtmiliz, das heißt Überrennen ist auf jeden Fall am Start. Die machen wir easy weg. Das ist die Frage, das Heilige Römische Reich. Wenn wir das jetzt angreifen, dann haben wir hier einen großen Klotz eventuell. Wenn wir den schaffen einzunehmen, haben wir einen großen Klotz, gegen den wir uns dann halten müssen, weil wir haben dann hier überall Grenzen, an die wir uns dann, ne? Wo wir uns sichern müssen. Polen ist halt auch, aber, ne, so ein richtiges Pulverfass. Ich überlege tatsächlich, würde es Sinn ergeben, nach Schottland rüber zu düsen? Da sind keine Einheiten drin. Was mache ich zum Beispiel mit dieser Armee jetzt? Sag mir das mal bitte. Ich weiß es nicht.
Schon schwierig. Okay, wir kümmern uns erstmal um diese Armee jetzt hier. Mit der Armee, mit der wir jetzt hier kämpfen werden, mit der können wir eigentlich auch danach Stockholm und Oslo. Ich glaube, Stockholm wäre sogar die bessere Wahl erstmal, weil das noch den Dänen gehört. Und dann können die uns danach nicht mehr auf den Sack gehen. Und danach halt kümmern wir uns um Oslo. Ich würde halt gern ins Britische Reich rüber, bin ich ganz ehrlich. Da hast du eine dicke Insel, ne? Wenn du da die erstmal hältst, hast du da schon mal meistens... Also, die kannst du meistens halten, die britische Insel, wenn du die eingenommen hast. Das ist einfach so. Manchmal kommt Portugal rüber, manchmal kommen halt vielleicht auch mal die Franzosen rüber und wollen Stunk machen, aber meistens schaffen die das dann nicht mehr. Ne, weil du hast dann immer eine Armee eigentlich normalerweise in England, die dann sich um die ganzen Leute kümmert, die dann da versuchen, sich deiner wegzunehmen. Da. Was ist denn das hier? Auch eine komische Map, ne? Die habe ich ohne Witz, jetzt ohne Flachs, die habe ich noch nie gesehen. Und ich spiele dieses Spiel schon ewig lang. Nicht nur auf Steam, sondern ich habe mir damals auch die CD rumgeholt, als es frisch rauskam. Fast frisch. Aber... Die Map habe ich noch nie gesehen. Ergibt Sinn, wir haben die in die Ecke gedrängt, klar. Aber das ist weird. Das ist wirklich komisch, die gerade so zu sehen. Na gut. So, wir müssen jetzt gucken, dass wir die Scheiße hier rausnehmen, ist ja klar. Und die drei, was haben wir da alles dabei? Wir haben sehr viel Schmutz, ne? Das sagte ich ja schon. Wenn wir einfach da reinlernen lassen. Links Ballisten schießen, glaube ich, schnell, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Zwei ist sofort auch am Start. Wir kamen jetzt hier. Rödel mal bitte rein da, ja. Das ist jetzt so ein innerer Wunsch von mir. Rödel einfach mal rein. So, auch hier. Einmal bitte einfach rein. So, ihr holt die Armbrustschützen oben weg, falls sie weglaufen, damit wir die auch schnell haben. Wir rennen ruhig hier in die Wehrträger rein, da kenne ich nichts. Beballer ich euch auch gern von hinten. Da haben wir den Hauptmann. Aber die Boja-Söhne, die sehen schon geil aus, ne? Da muss man schon so sagen an der Stelle mal. Sind schon schnieke Einheiten, ne? Von der Rüstung und so, sieht schön aus. So, hinten rein, wir wollen den jetzt hinten von wirklich ein bisschen nerven. So, die wollen wir auch haben. Ach, solche Einheiten sind da, die sich nicht ganz entscheiden können. Ja, die kenne ich nur zu Genüge. Da hatten wir auch ein paar davon immer wieder. Die haben wir auf jeden Fall, die Huskale. Da kommen dann von beiden Seiten, Leute, damit es ein bisschen schneller geht. Da müssen wir auch nicht so viele Verluste einfahren. An sich, aber ja, wir haben alle, sehr schön. Nur 100 Mann verloren. War aber klar, also deren Armee war zwar groß von der Menge her, aber die war nicht gut. Also durch viele Ballisten, das bringt dir gar nichts. Wahrscheinlich auch nur eine Verzweiflungstat, sind wir ehrlich. Machen immer noch Minus, aber jetzt nicht mehr so knapp. Ja, ich hätte gern Geld für ein Schiff gehabt. Ich bin ehrlich. Das interessiert mich nicht. Okay, Papststaaten mit Spanien im Krieg. Das ist auch eine interessante Sache. Ja, wir brauchen jetzt theoretisch das Geld, ne, für eine Überreise ins Britische Reich. Wir haben jetzt gerade ein paar Einheiten übrig. Und das ist tatsächlich selten, dass sowas passiert, dass ich nicht weiß, was ich tun soll. Mit den Einheiten, weißt du? Normalerweise weißt du immer so, ja gut, und dann ist das geplant und so, aber jetzt gerade, I don't know. Was soll ich machen? Ich habe kein Schiffchen. Ich habe auch nicht mal Geld, ich habe gar nichts. Ich habe jetzt auch gerade ein bisschen gehofft, dass wir ins Plus kommen, wenn ich hier den Dänen da oben angreife, weil wir ja auch Einheiten verlieren. Aber anscheinend haben wir so viele wenig Einheiten verloren, dass wir immer noch ein Minus verdienen. Nee. Jetzt machen wir euch auch platt. Ganz ehrlich, in Stockholm könnt ihr mir noch richtig nerven. Die Mongolen sind da. Ja. Übrigens, wer diese kleinen Filmchen hier gern sehen wollen würde, die sind alle im ersten Let's Play drin. Natürlich weiß ich die Folgen jetzt nicht aus dem Kopf, aber die kannst du bestimmt auch auf YouTube easy mal die alle anschauen. Für die Leute, die es interessiert. Die Filmchen alle, das sind immer nur so kleine Einspieler, wo ein bisschen was erzählt wird. Mehr ist es nicht. Also verpasst man jetzt auch nicht viel. Genau, die Mongolen werden hier reinkommen. Im letzten Let's Play... Will ich jetzt nicht spoilern, vielleicht nicht unbedingt. Auf jeden Fall werden sie diesmal hier kommen. Scheiße. Natürlich genau da, wo wir sind. Es ist... Spion, damit wir sie aufdecken können. Ein paar Diplomaten, damit wir die vielleicht nicht verpassen. Hoffentlich fangen auch die Mongolen Krieg mit den Türken an, wenn die hier das schon eingenommen haben. Dann sind wir erstmal vielleicht fein raus aus der Sache. Das wäre schön.
Frankreich ist sehr schwach. Frankreich mag uns auf jeden Fall nicht. Wenn wir ein bisschen Geld bekommen, frag mich nicht woher, aber ich beschwere mich nicht. Die Frage ist, wenn wir jetzt ein Schiff machen, was wir machen, kommen wir safe rüber? Das ist eine wichtige Frage. So, gib mal bitte hinten hin. Wahrscheinlich voll, ne? War nicht ansatzweise, okay. Die hier können wir auch ein paar Leute abnaggen, ein paar Leute abzweigen und die hier in die Armee mit reinschicken. Was ja auch eher milde funktioniert, ehrlich gesagt. Funktioniert gar nicht gut. Warte mal. Haben sehr viele Generäle halt jetzt da drin, ne? Ich glaube, so ist cool. Was ich mit dir mache, das weiß ich auch noch nicht. Mir ist halt wichtig, dass wir uns mit den Polen gut verstehen. Unzuverlässig ist schon meist zum Beispiel eine beschissene Sache. Gerade abgelehnt. Ich versuche sowas immer ein bisschen zu machen. So Karteninformationen oder sowas in der Hoffnung, so dass halt erfolgreiches Abkommen gemacht worden ist, damit vielleicht der Ruf ein bisschen steigt zwischen uns beiden. Aber gut, hat jetzt sowieso nicht geklappt. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt funktioniert. Die Sizilianer haben keine Verbündeten, wollen Bündnis. Das machen wir aber nicht, denn jeder hasst die Sizilianer. Und wenn wir uns dann mit dem Feind, sage ich mal, verbünden, mit dem Feind aller, dann haben wir aber ganz schnell Probleme hier. Es war klar. Die Mongolen, sage ich. Die Schotten haben nur gewartet. Die haben nur gewartet. Ah ja, komm. Ist okay. Sizilien schwach, das ist uns aber egal. So, jetzt haben wir hier folgendes. Die Schotten. Da machst du ja auch die Schotten dicht. Oh, oh Junge, ey, geh mir doch nicht auf den Ei. Geh mir nicht auf den Ei, Junge. So, warten wir auf die Armee. Die werden wir aber nicht abbrechen. Die werden wir weiterschicken. Ach, da ist unser Schiff. Genau auf der falschen Seite natürlich. Was mit dir? Und ich wenigstens komplett hier. Das ist auch nervig, ne? Ich dachte, den kriege ich wenigstens jetzt so weg, aber das Spiel sagt natürlich, so ein kleines Pimmelding, das Ding läuft noch weg. Na gut. So, gucken. Ich hoffe, dass die Mongolen sich Richtung Türkei aufmachen, also Richtung Süden. Damit wir schön in Ruhe gelassen werden. Ihr seid mir welche, ey. Weißt du was? Ja. Aber nur für kurze Zeit. Nur für kurze Zeit. Ägypten. So ganz schön kalt hier oben für euch, findet ihr nicht? Ah, will anscheinend trotzdem nicht so viel. Hatte gesehen wahrscheinlich, dass die Armee nach oben kommt. Den scheinen sie nicht zu mögen. Dann schauen wir den halt einfach wieder raus. Okay. Ah, das was weg ist, ist weg, ne? Da gehen wir in Echtzeit rein, damit wir so viel wie möglich zerstören können. Vielleicht auch ihn ganz ausschalten können. Familienmitglied plus dreimal Stadtmiliz, also kompletter Schmutz. Bis natürlich auf die Kavallerie. Natürlich schwere Kavallerie, die ist dann natürlich auch nicht zu unterschätzen. Wir haben sehr viele Speerträger. Und die Boja-Söhne, die abgesessenen, würde ich ungern jetzt benutzen dafür, weil die werden sowieso nur Schmerzen erleiden gegen die Kavallerie. Na, das ist auch wieder Schmutz. Die Boja-Söhne werde ich hier nicht brauchen, weil die halt im schlimmsten Fall unsere Einheiten selber töten. Weil ich glaube, es gibt dann auch in dem Sinne Friendly Fire. Die gehe ich gerne direkt darauf und hier teile ich euch mal ein bisschen auf. So, typischer Aufbau. Beim General werden wir das so machen, ich werde die Kavallerie einmal rundherum schicken, damit wir die schön umkreisen können. Das ist der Sinn und Zweck. Einfach aus dem Grund, weil sonst fliehen die. Also ich kenne das, wenn die merken, so das läuft ganz und gar nicht, dann fliehen die relativ schnell. Warum ich jetzt... Ja, das lief auch richtig spitze, ja. Ja, warte, euch kann ich ab... Ihr könnt mal bitte den Typen von hinten angreifen. Nice. Oh gut, den haben wir direkt. Ja, entspannt. Gut, war aber klar. Also, so viele Leute, der hätte mich auch gewundert. Der hat das geschafft. Haben wir. Und da fliehen die Einheiten. 30 Mann verloren, das ist okay. Nehmen wir mit. Hat aber immer noch überlebt, der... Ah, gut. Ich hole mir schon deine Hauptstadt. Volljährigkeit. Ruben. Ist auch immer wieder lustig, ey.
habe Angst vor den Mongolen. Ich sag so, wie das ist, Leute. Bulgarien haben sie noch nicht. Die dürften aber hier irgendwo reingekommen sein, deswegen. Vielleicht sind sie auch noch nicht ganz drin. Vielleicht war es auch nur schon so eine Vorwarnung. Bin gar nicht so sicher. Bündnis mit Frankreich, Schottland. Das ist aber auch, weiß ich nicht, merkwürdig. Komm mal rüber hier, bitte. Die Sonne lassen wir uns dann mitnehmen. Ja, I see what you did there. Will ich natürlich gerne etwas sicherer alles hier. Da ist nichts drin, ne? Nee. Ja, aus Aarhus würde ich hier in die Einheit noch ein bisschen wegschicken, ehrlich gesagt, aber... Ist ein bisschen riskant. Wir haben natürlich zu Polen hin eine offene Grenze. Wir haben da keine Einheiten. Wir haben jetzt alle gerade im Osten. Osten, sag ich, im Westen. Das Ding ist, ich habe jetzt hier bei den Mongolen keine Armee, weil, Leute, es werden so viele sein. Wir spielen auf sehr schwer. Die würden wir nicht packen. Das ist unnötig. Dann werde ich lieber gucken, dass ich mich schnell noch expandiere, so viel wie es irgendwie geht. Ah. Da kommt die erste Fuhre. Ich glaube, da kommt immer noch eine nach, wenn ich mich nicht täusche. Das kann lustig werden. Und guck mal, die haben sogar Verstärkung geholt, die Ficker. Wir kümmern uns direkt um die Hauptstadt. So eklig sind wir dann doch. Wieder ein Geldproblem. Erzähl mir was Neues. Und schnell Städte. Jetzt können wir gerade nicht viel machen. Wir brauchen Geld. Ohne Moos nichts los. Verbündete Heiliges Römisches Reich. Das ist interessant. So, die Papststaaten. Und die machen keine... Gut, wenn die keine Gegner haben. Ich hab das ja. Nee, okay, die wollen mit uns nichts zu tun haben diesbezüglich. Geht das? Ihr bietet nichts an. Möchtet ihr über noch etwas reden? Na, du Handelsrechte. Heute werden wir nun... Sag mal, hä? Salama. Dann halt gar nicht, ey. Zigge. Einfach eine Zigge. Anführer ist auf See gestorben, auch immer schön so. Natürlich fahren wir das einzige Schiff wahrscheinlich, was auf diesem Meer ist. Er ist so unglaublich. Wo der jetzt hingeht, weiß ich jetzt auch nicht ganz. Ja, die Polen gefallen mir nicht so ganz. Ich habe das Gefühl, die planen hier tatsächlich eine Armee aufzustellen. Und da haben wir die Hauptstadt. Mit kaum Einheiten drin, die haben anscheinend nichts mehr hergestellt. Das dürfen wir nächste Runde auch schon angreifen können. Wunderbar, dann haben wir auch Stockholm. Es gibt noch mal ein bisschen Money. Ich hoffe, dass die Leute mal was mit uns zu tun haben wollen, bin ich ganz ehrlich. Bulgarien haben sie sich nicht entschieden, aber ihr seht jetzt, ne, warum ich in Bulgarien und ich weiß gar nicht, wie die andere Stadt da unten heißt, die halt die Türken halt jetzt gehört. Nein! Junge, ihr habt uns angegriffen, habt ihr selber Schuld jetzt, dass ich dann so direkt aggressive geworden bin. Hätte ich natürlich so oder so getan, aber ihr wisst Bescheid. Hier, wie heißt die Stadt? Sarkel. Ja, guck mal, die machen sich auf dem Weg nach Süden, eventuell ein gutes Zeichen für mich. Leute, ihr seid doch neu hier. Ja, am besten jetzt erstmal direkt Weiße, wo die Stress haben. Verdammt. Wie viele Punkte hast du denn? Ein. Wie warst du? Ich hätte es so geklappt. Moin, ich frag nächste Runde nochmal nach. je schneller Freundschaft, desto besser. Zwar mich, da sind die Mongolen nicht unbedingt immer vertrauenswürdig, aber man kann ja mal versuchen.